Am Dienstagmittag war am Pfaffenberger Weg bei Bauarbeiten an einem Rohbau ein Kran umgekippt. Der Ausleger zerstörte dabei große Teile der gerade errichteten Wände beim Versuch, ein 8 Tonnen Fertigbetonteil in die Baustelle zu heben. Heute wurden ab dem frühen Morgen zwei weitere Kranwagen in Stellung gebracht, um den havarierten Kran wieder aufzurichten. Viele Vorarbeiten waren nötig, damit die Fahrzeuge auf dem durchweichten Boden abgestützt werden konnten. Gegen 12 Uhr war es endlich soweit. Ein Kran sicherte das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen in die Baustelle. Der große 60-Tonnen-Kran richtete das Unglücksfahrzeug auf. Der Pfaffenberger Weg musste den ganzen Tag ab der Unfallstelle komplett gesperrt bleiben.